Hallo und willkommen bei Frontal Filmwerke. Heute wollen wir einmal über den Shop Jarema reden, wie ich es im letzten Video angekündigt habe. Grund dafür ist, dass ich vor jetzt gut einem Jahr und 3 Monaten eine Mütze dort testweise bestellt habe, da ich wissen wollte, wie die Qualität dort ist und wie lange man für Versand und weiteres braucht, sprich auch für Fertigung. Also gucken wir uns doch mal den Shop jetzt mal live an. So sieht der Startpunkt aus, wenn man meistens auf die Seite das erste Mal kommt. Jarema, Heeresuniform und Ausrüstung. Tatsächlich ist es eher so, dass man vermehrt hier Uniformierung bekommt, ganz minimalistische Ausrüstung. Hier sieht es ein paar News, tatsächlich ist es aber sinnvoller, denen auf Facebook oder auf Instagram zu folgen. Und da bekommt man viel mehr Neuigkeiten, aber hier sieht man schon mal ein paar schöne Sachen. Die Preise sind hier alles in Zloty, also nicht wundern, man kann nur auf US-Dollar umstellen. Und sie haben natürlich Sachen für das Kaiserreich, sprich für Erstweltkriegsdeutsche, für Polen, sowohl Erster Weltkrieg bzw. polnisch-sowjetischer Krieg in den 20ern technisch gesehen, als auch, ja, ich meine, dass dieses zivil ist. Und dann noch zum Dritten Reich des Zweiten Weltkriegs. Nee, warte, das hier ist nicht zivil, Verzeihung. Das hier ist ungarisch. Das ist die ungarische Royal Army, königliche Armee 1922 bis 1945. Also sprich, haben sie auch was für die Selteneren. Ich habe tatsächlich mich entschieden, was an Erstweltkriegsmützen zu holen, nämlich diese wunderschöne Feldmütze für Offiziere und Unteroffiziere Universal M17. Tatsächlich ist das Lustige dahinter, damals hat sie weniger gekostet, also die Preise sind mittlerweile ein bisschen gestiegen, bei allem. Und damals hat sie ungefähr so viel gekostet wie das normale Kränzchen hier, ich glaube sogar dezent weniger. Aber an sich war mir der Preis egal, ich fand diese Mütze einfach schick und dachte, man könnte sie zumindest für so semi-zivile Partisanen und Volkssturmdarstellungen verwenden. Und daher habe ich sie mir geholt. Lustigerweise ist es nun so, dass ich dann jetzt, wie lange war, ja, 1 Jahr und 3 Monate. Ich habe gleich bezahlt, lief alles gut. Ich habe ein paar Mal nachgefragt. Das Ding bei diesem Shop ist, und das steht auch relativ deutlich im Startbereich, wenn wir da nochmal zurückkehren. Es braucht länger. Es braucht currently lead times estimate to be 6 months. Also das dauert schon lange. Rechnet damit mindestens 6 Monate. Es ist halt so, dass erstmal alles hier von Hand gefertigt wird. Das ist ein Sammler-Anfertiger. Die brauchen teilweise länger. Vor allen Dingen bei Uniformsachen. Und zum anderen, der hat auch eine Menge. Und wir tun nicht auch eine Menge Bestellungen, vor allen Dingen im Zweiten Weltkriegsbereich. Und tatsächlich wurde der da so oft mittlerweile angeschrieben und tatsächlich auch in gewisser Form belästigt / genervt, dass er tatsächlich gesagt hat, yo, ich mache jetzt keine Einzelverkäufe mehr für Zweitweltkriegssachen, Deutsch und Ungarisches, weil das einfach zu stressig mit den Leuten ist, die da einkaufen. Er wird noch alle Herstellungen weiter produzieren, die bis jetzt bestellt wurden, aber ab sofort nur noch Gruppenbestellungen machen. Heißt, ich werde wahrscheinlich auch noch demnächst eine Gruppenbestellung machen. Wobei, tatsächlich soll demnächst am 22. Juni einen Tag geben, wo man wieder Deutsches bestellen kann. Also, nutzt Info, nehmen wir mal als Beispiel. Ich möchte mir unbedingt eine wunderschöne M43 in 40er Feldgrau kaufen. So bin ich nämlich auf den Shop gestoßen. Dann könnte ich sagen, yo, ich nehme Größe 52 out of stock. Und das wird dir bei allen Deutschen angezeigt. Du kannst diese Sachen allerdings ordern, in einer Sammlerbestellung, in einer größeren Bestellung halt. Jetzt nicht so Sachen wie 20 Blusen, sondern eher so Sachen so wie 5 Teile. Mindestens 5 Teile, wurde gesagt. Da musst du lieber Facebook anschreiben tatsächlich für sowas. Das ist ganz klassisch, das gibt es auch bei anderen Shops. Vincent Equipment ist da das bekannteste Beispiel. Und es ist halt schade, weil der bietet eine Menge Schönes an, aber wenn man schon ewig von der WK2, also der Zweitweltkriegs-Community, belästigt wird, dann ist das doof. Und es tut mir auch leid, weil die Mützen sehen auch sehr gut gemacht aus. Und ich habe ja eine hier. Über die reden wir nachher nochmal genau und über die Qualität und was das in meinen Augen über den Rest des Shops aussagt. Deswegen, es ist halt traurig, weil das ist ein Shop mit sehr, sehr viel, nicht Potenzial, aber mit sehr hoher Qualität. Also ich finde, alles hier ist super gemacht. Wenn ich mir was zur Erstweltkriegs ordern möchte, bitte kann ich das machen. Ich nehme mir jetzt hier ein Jägerkrätzchen. Ja? Nehme mir eine Größe. Boom. Add to cart. Und es ist drin. Jetzt ist es nicht schlimm. Es ist doch so ziemlich standardmäßig und die Sachen sind qualitativ wundervoll. Dazu kommen wir gleich. Ja. Was gibt es denn noch darüber zu sagen? Sie haben auch natürlich ein paar Kleinigkeiten. So, zum Beispiel hier Größenangaben, FAQs, Terms and Service, so das Standardschiff und How to Order, Shipment Fees und mein Account. Und natürlich arbeiten sie auch mit anderen, ja,
Reenactment-Gruppen zusammen, Living History-Gruppen, haben eine Facebook-Community und ein bisschen eine Galerie, da können wir mal durchgucken. Und da sieht man auch schon eine Menge, viele schöner Sachen. Von den verschiedensten Leuten. Und ich habe bis jetzt noch nichts Negatives von anderen Leuten gehört. Und meine Erfahrung, bis auf die lange Wartezeit, ist sehr gut. Also die Blusen sehen wundervoll aus und meine Mütze ist fantastisch. Ich trage sie, seitdem ich sie letzte Woche bekommen habe, fast täglich in meinem Alltag als Mütze für Schlechtwetter oder gegen die Sonne. Da hilft sie super. Mir wurde auch nur einmal darunter zu warm. Ja, das wäre es dann aber sonst erstmal hier von der Website selber. Kommen wir zu meiner Mütze. So, die M17 Feldmütze bzw. M17 Krätzchen mit Schirm, was ich hier habe für Unteroffiziere und Offiziere, ist, finde ich, sehr schön gemacht. Das Leder ist sehr weich. Jeder, der mal bei Nestor Lederwaren gekauft hat, wird es kennen. Das ist schönes, weiches, elegantes, sehr geiles Leder. Ich habe es einmal ein bisschen nachgeschwärzt bzw. Leder nachgearbeitet. Hier ist der Rand ist aber ein bisschen dunkler geworden. Was aber nicht schlimm aussieht. Ich finde, es sieht ganz passend aus. Ein bisschen mehr Used Look. Generell sitzt sie gut. Weicher Stoff, also das Wolltuch, aus dem sie gemacht ist, ist echt schön. Fühlt sich weich an und samtig und nicht so kratzig wie bei teilweise billigen Repros. Das Bund ist auch schön gemacht. Alles sitzt passend. Die Größe ist auch sehr gut. Ich habe tatsächlich eine Zwischengröße 60,5 eigentlich und mir passt die 61 hier perfekt. Also minimalster Spielraum, wie man es dann haben sollte, aber sonst gut. Ja, sonst innen drin ist sie aus Leinenstoff gemacht. Ich glaube Baumwolle. Das ist relativ gut und schön, so wie beim Original es auch war. So der Stempel innen drin, Jarema, Posen, schöner Touch, finde ich. 61, sehr groß und groß gestempelt. BAV 1917, historisch passender Stempel für 1917er Mützen. Sehr schön gemacht, sitzt alles toll. Ich bin sehr begeistert, ich habe sie jetzt oft getragen und ich finde sie toll. Für mich bedeutet das auch, dass dieser Shop wirklich gute Qualität bietet, wenn allein schon diese Mütze, die relativ günstig ist, schon so einen hohen Qualitätsstandard bietet. Für mich ist das dahingehend besonders interessant, da ich mir ganz gerne eine M43 aus später Wolle holen möchte. Ich besitze bereits eine von Gavin, die ist mir aber noch deutlich zu grünlich und da dieser Recyclingstoff auch deutlich Farbvarianzen besaß und auch deutlich ins Braune ging, ähnlich wie der Tropenmandel tatsächlich, möchte ich gerne eine Version haben, die bräunlicher ist und da bietet sich die sehr gut an. Ich würde die gerne für normale Darstellung später haben, als auch für Division Hermann Göring Darstellung, weil da sieht die Farbe passender aus als das, was ich bei jetzt Gavin gesehen habe, beziehungsweise bei SOF, weil die ROM-Sachen sind ja auch von Gavin eingekauft, soweit ich weiß. Also, was möchte ich alles in allem über diesen Shop sagen und wo liegen meine kritischen Punkte? Die einzige Kritik, die ich da habe, ist tatsächlich, dass es länger dauert und dass es halt doof ist, dass wegen der Zweitweltkriegs-Community man nur noch da in Gruppen bzw. in Sammelbestellungen bestellen kann, außerhalb von einem Tag jetzt. Ich meine, ich kann das von dieser Entscheidung verstehen, deshalb ist es auch nicht so schlimm in meinen Augen, aber es ist halt doof für uns, die keinen Blödsinn gemacht haben. Positiv anmerken möchte ich trotzdem, Qualität ist fantastisch, es lohnt sich. Die Wartezeit lohnt sich. Es gibt viele Leute, die keine Geduld haben in der Sicht und das kann ich auch verstehen. Aber schlussendlich habt ihr hier eine sehr super Reproduktion. Klar, sie hat auch ihren Preis, das ist ein Sammler-Einfertiger. Es ist jetzt keine 50-Dollar-Bluse von Hiki, sondern wirklich Qualitätskram, wie man vorhin gesehen hat, zum Teil für 400 Dollar, was halt dann ungefähr 380 Euro sind. Nee, 360 Euro, was schon eine Menge ist an sich, aber lohnenswert und immer noch günstiger als manch anderer Sammlerhersteller, wie jetzt Elsenau. Abschließend möchte ich nochmal darüber reden, dass die auch sehr gut erreichbar sind, also deren Customer Service ist on point, finde ich. Man hat halt den Faktor, wenn du die anschreibst, weil du wissen möchtest, wie es mit deiner Bestellung ist, antworten sie dir auch in einem vernünftigen Ton und reden mit dir vernünftig wie mit einem Erwachsenen. Es gibt da Shops, wo das nicht der Fall ist, wo sie ihn teilweise sogar ankacken, wenn man sich meldet. Und ich finde, das sollte man auch betonen. Du kriegst hier eine Antwort. Wenn du bei denen bestellst, sind sie auch kommunikativ mit dir und gehen auch mit dir vernünftig um. Ich habe auch vorher einmal kurz gefragt, ob es okay ist, wenn ich hier dieses Video mache. Ich mache hier damit keine Werbung. Diese Mütze habe ich auch selber gekauft. Nur habe ich der Höflichkeit gegenüber einmal lieber vorher noch einmal gefragt. Das Video hätte ich so oder so gemacht. Und trotzdem habe ich eine vernünftige Antwort bekommen. Trotzdem gingen sie mit mir vernünftig um und haben mich nicht angekackt oder irgend so gesagt, so, yo, nein, mach das nicht, das will ich nicht, Woller schwöre, warum, du Arsch? Sondern die haben ein gutes Produkt, die wissen das wahrscheinlich auch sehr gut selber und können auch mit Stolz danach reden. Wenn ich denen schon deutlich auch Feedback gegeben habe, ich finde die Sachen super, dann brauchen sie sich ja auch keine Gedanken machen. Und es gibt Shops, bei denen wäre das garantiert nicht der Fall. Aber das wäre es dann schlussendlich für heute. Denkt dran, bei 1000 Abonnenten gibt es einen großen Stream in einer kleinen Verlosung. Ich habe da mittlerweile einen ziemlich schönen Plan. Das nächste Video wird wahrscheinlich entweder was zur Zeltbahn oder es wird ein Vlog von einem Reenactment-Event oder sogar eventuell ein Kurzfilm. Bleibt gespannt, aber ich hoffe, es wird das mit der Zeltbahn. Ich glaube, wir müssen mal mehr wieder über Ausrüstung reden.
Das wär's dann aber schlussendlich für heute. Frontal Filmwerke out. Wir sehen uns im nächsten Video.